Season beendet. Bei mir sind doch alle im Minus. Ja, trauriger, lachender Smiley, alles zusammen. Die Emotionslage gerade am Kryptomarkt ist natürlich nicht gerade wirklich vielversprechend. Tatsächlicherweise hatten wir aber schon eine kleine Altcoin-Season und ich habe in den Videos auch gewarnt, warum das ein Risiko ist. Wenn man sich den Kapitalfluss im Kryptomarkt anschaut, dann weiß man, wir sind im Risikobereich. Wir sind jetzt in der Marktphase, wo Risiko aber eine Gefahr darstellt. Zumindest dann, wenn wir insgesamt gesehen, und das sind wir eben noch, in einem Bärenmarkt uns befinden. Eine Altcoin-Season ist nichts als der Auswuchs maximalen Risikobewusstseins bzw. maximale Freude daran, ein bisschen am Markt rumzuzocken. Wir haben es bei Meme-Aktien gesehen am Finanzmarkt und wir sehen es eben auch im Kryptosektor. Altcoins boomen dann, wenn Risikofreudigkeit groß ist. In einem Markt, der Risiko aber eigentlich vermeiden will, ist es ein Zeichen dafür, dass man die Erholungsphase vielleicht tatsächlich beendet hat. Denn wenn die Leute anfangen zu zocken, wollen sie noch so das letzte Quäntchen aus der Zahnpastatube rauspressen. Wirklich viel wird es nicht mehr bringen und danach ist das Ding halt leer. Und genau das Problem haben wir. Altcoin Season ist also für mich meiner Meinung nach erstmal wieder ein bisschen vom Tisch. Risiko wird massiv aus dem Markt genommen und dort dann eben entsprechend die Preise besonders unter Druck, bis wir neue Hoffnungsschimmer sehen und vielleicht eine etwas lockere Geldpolitik, die dann wieder mehr Risiko zulässt.